Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Chitting mal wieder am Start. Letztes Mal sind wir ja abrupt abgestürzt, aber anscheinend haben wir keinerlei Fortschritt verloren, weil ich glaube, wir waren hier in der Nähe, so ziemlich. Warum ist die Musik gerade so überaus laut? Das ist irgendwie... Ich stelle es mal hier ein bisschen leiser. So. Wenn es gehen würde. Ich glaube, so ist ganz gut. Oh, wobei es immer noch zu laut. Ich bin mir irgendwie auf den Sack, dass das so laut ist. Na, 30% scheint gut zu sein. Hoffentlich. Ich glaube, wir sind letztens... Wir sind um die Ecke gegangen und sind abgekackt, oder? War es nicht so irgendwie? Hier in die Tür rein oder so? Kann das sein? Und dann sind wir abgeschmiert? Keine Ahnung. Es ist... Die Möglichkeit besteht. Ja, ich glaube, das war sogar die Möglichkeit. Nice Knockout Punch, Bitch. Was machen Sie da? Dr. Clanson, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Es gibt einen größeren diplomatischen Zwischenfall, wenn die Batarianer herausfinden, dass ich beteiligt war. Hoffentlich ist der Beweis das wert. Das ist er. Die Reaper kommen. Diplomatie ist unsere geringste Sorge. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Dann sollten wir eine suchen. Los. Bereit. Nice one. Irgendwie ist das Spiel so laut. Oder hab ich das so laut hier auch? Naja, egal. Wo müssen wir hin, Bitch? Gehen einfach mal runter. Das ist irgendwie stört mich das hier. Hier irgendwo müsste eine Sicherheitskonsole sein. Klingt auf jeden Fall spannend. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode. Zugang ist beschränkt. Okay, dann klären wir mal schnell die Gefängniswärter hier. Shepard hatte einige Probleme gerade mit der Wand. Aber das ist okay, sein Kopf brennt. Möge dein Kopf brennen! Okay. Ah, ich fasse mich gerade gar nicht. Oh nein, das war der falsche. Oh shit. Wollte ich eigentlich nicht machen. Egal. Egal, egal, egal. So, die haben wir genutzt. Er hat ein Schild und den kümmern wir uns gleich. Zeig dich einmal, du Bitch. Okay, die kann Leute verbrennen. Nehmen wir mal die blaue Munition. Und das Schild runter. Elite-Gefängniswärter, ja. Okay. Warum bist du jetzt Elite und deine Kumpels nicht? Sicherheitskonsole, da drinne ist die also. Ja, ja, gewiss, gewiss, da gehen wir rein. Das heißt, die Munition aufnehmen brauchen wir nicht. Alles klar, war klar. Untersuchen. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg frei halte. Alles klar. Ja, wenn wir hier sind, sind wir ja übel safe. Da machen wir einfach BAM, Dauerfeuer, drrrrt, alle tot. Oder? Ich glaube, die müssen kommen. Damit. Oh, da habe ich gerade irgendwas gespottet. Pium. Warnschuss. Drexon. Oh,
Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Soll ich das jetzt machen oder soll sie das jetzt machen? Ich gehe da einfach mal hin. Nicht, dass wir hier 40.000 Magazine verschießen. Oh, nicht vorankommen! Ich glaube, das ist die Tür gewesen da hinten, oder? Pium. Sie kommen von unten rauf. Ja, und jetzt? Andere Seite, los! Andere Seite, die lässt mich hier laufen, Kerle. Ich brauche ein Päuschen, ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe schon Zeit, aber... Keine Lust! Oh, war das eine Granate? Bitte lebt! Bitte tun Sie leben! Okay, ich glaube, der ist down gegangen. Das ist pretty lemonade. Ah, die guten alten Weak Spots. Entriegle alle Türen zum Hangar. Ich brauche noch mehr Zeit. Oh yes, shit, ist wirklich unten. Den schnell! Nein, 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 nein! Huh! Yes, we live. Oh shit! Pium! Richtig durch die Granaten. Oh, shit, so ten, bitch! Wollt ihr jetzt meine Sniper auspacken oder was? Die Auspacke ist vorbei. Pium! So, kann ich jetzt die scheiß Tür schließen, please? Trage ihr Verfolgungsnetzwerk im Orbit runter. Weil irgendwie doch nicht. Achten Sie auf die andere Seite. Was für eine andere Seite? Feinde in den Aufzügen. Was ist ein Aufzug hier? Hier sieht alles gleich aus. Da. Maul. Er ist in Deckung, er sagt, ich brauche Deckung. Stupid oder was? Sag doch lieber, du brauchst Suppressing Fire, nicht Assistance. Ach ja. Ich hole ihn zu uns runter. Ja, mach das. Oh shit, noch mehr von den Wichsern. Jetzt kann ich eine Granate werfen. Habe ich eine Granate geworfen? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin geblendet. Habe ich überhaupt Granaten? Gucken mal, wie man Granaten wirft. Tastenzuordnung. Speichern, gehen, Deckung. Ziehen, nachladen, Nahkampf. Ist auf F. Waffe, ja, okay. Bin ich jetzt doof oder gibt's das hier nicht? Habe ich keine Granaten? Scheint nicht. Natürlich haben die Gegner Granaten. Oh, ich bin hier falsch gekommen. Ich drücke gerade dauernd 1, um die Muni zu wechseln, aber... Das ist ja nicht richtig! Ja, kannst dein Schild aufladen. Bomben-Nuke. Oh, noch 43 Schuss. Nice. Okay, der ist down. Oh, 7 Schuss noch. Okay, wo gibt es hier gar so überall Muni oder so, ne? Jetzt auch so. Was, das war's, los geht's. Ich brauche Munition, Bitch. Was soll das hier nix? Mit Kämpfen und so ein Scheiß. Was schweißen die da? Die sollen da aber nicht schweißen. Okay. Da hinten lag noch Muni. Hier liegt noch Muni. Nehmen. Danke. Wir sind wieder full. Wir sind wieder back in business. Oh, da ist die Kant.
die alte Kant. Besser halten. Oh, eins noch. Die Hangartüren sind verriegelt. That's great. Auf die altmodische Art öffnen. Überlassen Sie das mir. Enemy down. Sie sind erledigt. Ja, normal. So, gibt's hier noch irgendwo Gegner? Ich dachte, das wird eine einfache Rescue-Mission. Aber nein. Aber kann ich jetzt auch... Ah, ich kann die benutzen. Verbrenne! Das hat mich jetzt kurz verwirrt, das Ding. Beeindruckend, ne? Ich werde von vielen Teammates hier gelobt. So muss das auch sein. Können wir an Bord gehen? Wir müssen die Schlösser der Docktüren aufbrechen. Ach so. Oh shit! How about go fuck yourself? Was ist das denn? So wird das Game angezeigt. Ich kann es nicht kaputt machen. Das ist dumm! Diese blöden Granaten bringen gar nichts! Ihr werdet einfach gerickt von eurem Meister! Meister Shepard! Bing, bing! Ich bin kurz verwirrt. Nehmen, das nehmen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut, Guys. Handsteuerung, ja, und jetzt eigentlich mal. Hä? I don't understand what I'm supposed to do. Wo ist die Kransteuerung? Da oben. Komm ich da hoch? Soll ich da überhaupt hoch? Ich weiß nicht, was ich machen muss, Jungs. Du musst die Dinger kaputt machen. Ah, ja, ich muss kaputt machen. Wir müssen die Schlösser der Docktüren aufbrechen. Jetzt habe ich es verstanden. Weil Matt. Ah, das war wieder kompliziert, Kinnis. Oh, die machen sich ready. Tja, Leute. Servus. Haut rein. Jawohl, brennet im Licht. Nice. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus Ihrer Reichweite sein, wenn Ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden Sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen Sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Row genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Schön, Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause? Positiv.
Und ich bringe Commander Shepard mit. Shepard? Wirklich? Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. Ich bin a fucking Legend. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Okay. Holy shit, der ist huge. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Grüß. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Wow, warte mal. Heißt das, wenn wir jetzt das Spiel 2 Tage, 3 Stunden und 24 Minuten lang anlassen, dann kommen die Reaper oder was? Das ist ja echt witzig. Ich frage mich, ob die dann echt kommen. Ob das schon jemand gemacht hat? Das ist ja krass. Ich dachte, das ist jetzt einfach nur so, nur so eine Sequenz. Wir gehen durch die Tür und sehen die Zeit nie wieder, aber ey. Alles klar. Raffiniertes Palladium. Get over here. Lord, for real. Okay. Gehen Sie durch die linke Tür am Ende dieses Ganges. Okay. Ich dachte, ich soll da durchgehen, nicht du. Seite, alte Frau. Was ist erforderlich, um das Projekt wieder in Gang zu setzen? Alles war vorbereitet, als wir verhaftet wurden. Es ging nicht um können wir, sondern um sollten wir. Pium. Geklaut. Wie sehen die Alternativen aus? Shepard ist ein richtiger Dieb. Dieses System in jedem Fall erreichen. Aber das Alpha-Portal ist ihre Abkürzung zum Rest der Galaxie. Bam, 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 bam. Wenn sie die Reaper auf Distanz halten wollen, muss das Portal zerstört werden. Okay. Nur du zerstörst Portale? Soll ich mich da jetzt reinhacken? Wir müssen das Projekt wieder zum Laufen bringen. Es ist vermutlich unsere einzige Chance. Sekunde, ich öffne die Tür. Holy shit. Commander Shepard, das ist Objekt Ro. Sie lassen das Reaper-Artefakt einfach so rumstehen? Ganz offen? Ja, die ist bestimmt schon besessen oder so. Als wir Vision von der Ankunft der Reaper gezeigt. Kenson, das ist nicht gut. Warten Sie kurz, Shepard. Ah, die ist wie ich, Alter. Ich will Ihnen den Beweis geben, den Sie brauchen. Holy shit, what the fuck? Es waren 4 Reaper-Schiffe. Wenn ich richtig gezählt habe. What the? Ich kann nicht zulassen, dass Sie das Projekt in Gang setzen. Nicht zulassen, dass Sie die Ankunft verhindern. Ist das Ihr Ernst? Seite, du Schlampe. Mach den fertig! Konnte nicht schießen, warum? Wie denn, mach den fertig? Ich rette die Fotze erst und dann.
Warum hat die mich denn überhaupt mitgebracht? Achso, weil die wusste, dass ich sowieso das Date hatte. Oh, fuck my life. Fuck my life. Oh my fucking God. I need fucking Deckung oder so. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Achso, das konnten wir gar nicht schaffen. Ja, aber klar. Es war so klar, dass wir das nicht schaffen konnten. Ey, Bitch. Abilitantenstationen fliegen zusammen. Wir wollen Shepard lebt. Schau ich, ob man das schaffen kann. Bestimmt nicht. Unmöglich. Oder? Kann man das schaffen? Wäre schon echt krass. Würde Shepard gerade eben aufwachen, könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Das ist not bitch. What the Keine fuck? Störung. Das Beruhigungsmittel wirkt nicht. Wache! Oh, fuck you guys. Now you're done. It's gonna own your asses. Oh, get wrecked, bitches. Listen up, bitch. Open the fucking gate. I need weapons, son. They have weapons? Alrighty, wir checken erstmal alles an. Oh la, das ist ja witzig. Get wrecked. Alrighty, das ist eine vollautomatische Pistole, ja? Witzig. Ha, du hast kein Bein mehr. Gedrängt. Warte mal, ich muss abchecken. Was ist das für eine Pistole, ey? Die geht hier richtig ab. Dauerfeuer. Weg, Bitch. Immer Muni. Brauche ich gar nicht. Geil. Shepard ist entkommen! Was gibt's hier? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Grüße. Ich dachte, ich würde so etwas wie Befriedigung empfinden, aber das nur. Befriedigung? Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, wir machen etwas Schreckliches. Was du nicht sagst, du alte Butterbirne. Ah, Panzerung und Waffen. Bitch, please. Halbautomatisch Gewehr mittlere Reichweite. Ha, ich weiß, ich glaube, wir nehmen mal das. Wir probieren das einfach mal aus. Oder nein, das war das eine, ne? Das war das mit dem einen Schuss, oder? Oh, ne, das Standardding. Das lassen wir. Das ist eigentlich ziemlich cool, das Teil. Das war ja nicht. Ah, Old Gear is back. Oh nee, shit, wir sind schon über der Zeit. Ich muss den Asteroiden. Ich hab gepennt. Haha, ich hab gepennt. Gut, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge brechen wir hier aus. Weil wir wurden nicht gut behandelt und dafür gibt es erstmal eine Kugel im Kopf. Ja, haut rein und bis zum nächsten Mal.